und herzlich willkommen zu einem neuen Video im neuen Jahr. Und passend dazu habe ich mir gesagt, dass ich meine Wünsche, also Wünsche, Ziele für dieses Jahr euch erzähle und mitteile. So wie auch im letzten Jahr, da habe ich das früher gemacht und ich fand das jetzt eben sehr passend. Ich habe es mir auch hier auf dem Tablet aufgeschrieben, dass ich noch weiß, was ich genau sagen möchte und alles. Deswegen schaue ich jetzt zwischendurch auch mal runter. Und zuallererst möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Und ich würde aber sagen, ich quatsche nicht mehr länger drum rum und fange direkt an. Und an erster Stelle steht eben, und an zweiter Stelle, ja, das geht einander, also miteinander einher, ist einmal das Abnehmen, dass ich mehr Wasser trinke, gesunde Ernährung, mehr Sport. Und damit habe ich aber die Woche auch schon angefangen. Da werden demnächst dann hoffentlich auch Videos folgen und eben der Kinderwunsch, dass ich da wieder ein bisschen mehr mache auch für und mich ein bisschen mehr informiere, was es noch für Möglichkeiten gibt, was man noch machen kann und so weiter. Und da wollte ich auch eine neue Frauenärztin raussuchen, weil ich mit der anderen nicht ganz zufrieden bin. Aber das ist ein anderes Thema, das kommt dann extra. Nochmal nachgestellt. Genau, die zwei Sachen sind so, die zusammengehören, Kinderwunsch und Abnehmen. Das steht so an oberster Stelle. Und der Rest, das ist, wenn es klappt, super, wenn nicht, ist halt weniger schlimm. Also das erste ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Nur mal so am Rande. Genau, ich quatsch so viel drum herum. Genau, also das erste Ziel ist eben weiter abnehmen. Überhaupt richtig wieder abnehmen. Wieder reinkommen in die gesunde Ernährung und Sport. Und das zweite ist Kinderwunsch wieder mehr verfolgen. Dann habe ich als dritten und vierten Punkt Keyboard lernen und Sprachen lernen, dass ich da wieder aktiv bin und wieder mehr mache. Also Sprachen, Englisch, Italienisch wahrscheinlich, dass ich mich auf diese fokussiere. Gerade ab, dass ich mir diese mehr anschaue wieder und da lerne. Und ja. Mal schauen, wie das klappen wird. Das werde ich für mich jedenfalls festhalten, wie viele Stunden und so weiter ich da gelernt habe. Auch mit Keyboard. Die Vögel sind gerade am Meckern. Auch mit Keyboard einfach, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, so und so viel Zeit habe ich darin investiert und ja. Und vielleicht auch meine Erfolge so ein bisschen festhalten, wenn ich einen gelernt habe, dass ich das vielleicht euch dann zeige, einmal im Vlog oder so. Das weiß ich noch nicht genau. Mal schauen. Dann steht auch auf mein Ziel, auf mein Zettel quasi, dass ich wieder mehr sparen möchte und ein bisschen Geld auf Seite legen möchte, auch für Kinder und alles. Da braucht man einfach Geld. Ist halt so und wird auch ein paar Jahre nicht anders sein. Und genau, da möchte ich mir, oder wir möchten da gern wieder mehr sparen, mehr auf die Seite packen und das wird demnächst auch wieder besser möglich sein. Vor allem, weil ich jetzt auch einen Job habe und alles, das kommt alles direkt auf die Seite und wird weggepackt. Eben auch, falls wir die Hormontherapie machen müssen. Das ist ja eben ein sehr großer Kostenpunkt. Und ja, da muss man natürlich ein bisschen sparsamer sein. Dann ist ein nächster Punkt bei mir das Schreiben. Ich schreibe ja eigentlich sehr gern. Und ich habe jetzt endlich meinen Füller wieder gefunden, den teuren, mit dem ich so extrem gern geschrieben habe. Und da möchte ich wieder gern mehr schreiben. Und vor allen Dingen auch Tagebuch, einfach für mich. Und
Ja, vielleicht auch wieder ein paar Geschichten und so eine Sachen. Das habe ich ja gern gemacht und mache ich eigentlich auch noch gern. Vor allen Dingen eben auch wirklich mit einem Füller, also per Hand schreiben. Das finde ich irgendwie schöner als am Laptop, auch wenn man am PC eben länger braucht. Quatsch, am PC braucht man länger, klar. Wenn man per Hand schreiben länger braucht, aber ja, so ist das halt. Wenn man mit Hand schreibt, braucht man länger. Genau. Und da möchte ich eben wieder gern aktiver sein auch. Und dann wieder mehr Bücher lesen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mindestens zwei Bücher, das sollte realistisch sein, wenn ich mehr schaffe, ist super, aber erstmal klein anfangen und dann größer werden, würde ich sagen, dass ich versuche, jeden Monat zwei Bücher zu lesen. Also natürlich nicht gezwungen oder so, sondern wirklich, wenn ich Lust habe, aber das ist so mein Ziel und das fände ich eben sehr schön. Dementsprechend habe ich heute auch schon angefangen mit Lesen, ein paar Seiten, so ein bisschen, wo ich Zeit hatte. Genau, dann geht damit natürlich einher, dass ich weniger am Laptop bin, weniger eben Games zock und da alles. Und ja, genau. Das ist auch so ein Ziel, was ich verfolge, wo ich reduzieren möchte und weniger machen möchte. Ja, dann, das mache ich aber auch schon, versuche ich schon seit längerem, aber das wisst ihr ja, ist eben das Frühaufstehen so ein Thema. Jetzt durch die Arbeit muss ich früh aufstehen und da bleibt ja nichts anderes übrig. Und dementsprechend möchte ich eben auch schon, dass ich, wenn ich frei habe, dass ich da eher sage, ja komm, stehst früher auf, musst nicht bis 9 oder 9:30 pennen, dann hast du mehr vom Tag, wenn du früh aufstehst. Und ich weiß ja, dass es mir gut tut. Und ja, deswegen möchte ich wieder als Ziel anpeilen, relativ früh aufzustehen. Also so 7 ist so das Späteste, was ich aufstehen möchte. Und wenn es früher klappt, aber erstmal mit 7 anfangen, bevor ich irgendwie sage, ja, um 5 Uhr morgens wieder aufstehen. Ich glaube, ich habe mir da zu hoch Ziele, also das Ziel gesetzt, mit jeden Morgen um 5 aufstehen. Deswegen denke ich, dass 7 für mich eine gute Zeit ist, vor allem von der Arbeit her. Wenn, nein, nicht ganz, aber da muss ich meistens gegen 7, 8 anfangen, je nachdem. Und stehe dann gegen 6, 6:30 auf, wenn mein Mann das Auto nicht braucht. Genau. Also wenn ich ihn nicht zur Arbeit fahren muss, sonst ist es meistens dann gegen 5. Von dem her möchte ich einfach an den freien Tagen eben gegen 7 aufstehen, dass ich so einen kleinen Rhythmus habe und den noch gern beibehalten möchte. Und ja, genau, dann ist auch eins, was ich mir aufgeschrieben habe für das kommende Jahr, dass ich gern mehr Videos drehen möchte. Also nicht mehr Videos, sondern mehr verschiedene, nicht nur immer die Vlogs und Food Hauls. Das denke ich, wird auf Dauer eher langweilig werden, vermute ich. Und falls ihr da irgendwie Wünsche habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich die umsetzen kann, ist gut. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich gern umsetzen möchte und probieren möchte. Genau, ich hoffe, ihr freut euch drauf und da geht meine Frage noch näher, ob ihr Lust habt oder ob es also ein Wunsch wäre, dass ich einen Upload-Tag habe, dass ich quasi sage, immer Montag, Donnerstag, Sonntag oder irgendwie, also 2 bis 3 Videos möchte ich eben versuchen. Also 2 auf jeden Fall. Ob ich das dritte schaffe, weiß ich eben nicht. Das kommt ganz drauf an, wie ich arbeiten muss, wie es zeitlich passt. Aber da möchte ich gern mehr machen und habe ich auch Lust zu und bin dafür sehr motiviert.
Und ich hoffe natürlich ihr auch, das dann anzuschauen, dass ihr da dazu dann Lust habt. Und irgendwas wollte ich noch, genau, Sport, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber Sport möchte ich wieder gern mehr in meinen Alltag mit einbringen, wirklich auch öfters machen. Bisher, letztes Jahr habe ich eben meistens Dienstag und Freitag Karate gehabt und da möchte ich eben gerne mehr Zeit investieren als nur die 2 Tage und ich habe aber auch da schon angefangen und ja, genau, irgendwie war es doch ein bisschen durcheinander, aber egal, das waren so die größten Sachen, genau, die größten Ziele für dieses kommende Jahr und ich bin motiviert und möchte was machen und möchte auch dementsprechend handeln und machen und tun. Genau. Und ja, das war das Video, so Ziele, Wünsche. Also Wünsche weniger. Mein Wunsch ist es da, dass ich diese Ziele schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Also beim Keyboard lernen zum Beispiel, dass ich da auf jeden Fall ja am Ende des Jahres so ein paar Lieder spielen kann. Und ja, man wird es sehen. Ich werde es mir auch aufschreiben, welche Lieder dann. Da gibt es ja auch gut bei YouTube-Videos noch, die da dementsprechend machen. Und werde mir da wahrscheinlich das erste Lied raussuchen und anfangen. Und ich freue mich drauf, genauso wie mit dem Lernen. Ich habe dazu Bock drauf. Ich habe dazu richtig Bock und Lust und möchte es schaffen. Und dieses Jahr habe ich wirklich ein gutes Gefühl bei der Sache. Und ja, genau so sieht es aus. Und. Ja, egal. Jedenfalls werde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gern eure Ziele für dieses Jahr in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr welche habt, heißt das. Und sonst würde ich mich auch über einen Kommentar freuen. So ist es nicht, genauso wie Daumen nach oben. Und wenn ihr das noch keine Abonnenten seid, könnt ihr auch gerne auf Abonnieren klicken. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Genau. Jetzt würde ich schon wieder und sagen, das nervt. Das ist eine Sache, die ich mir gerne abgewöhnen möchte. Immer das und. Und nein. Genau. Das war es jedenfalls von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie gesagt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage Tschüss.